Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute teste ich für euch die neue Natasha Denona Tan Bronze & Glow Palette und ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Einige von euch werden sicherlich wissen, dass Natasha Denona dieses Jahr eine Blush und Glow Palette gelauncht hatte, nämlich die Bloom Blush & Glow Palette. Das ist dieses schöne Schätzchen hier. Zu dieser Palette hatte ich auch ein Video gemacht, einen ersten Eindruck und ihr habt sie dann auch kurz danach in meinen Favoritenvideos gefunden oder in meinem Favoritenvideo. Weil sie mir einfach extrem gut gefallen hat. Ich fand die Farben toll, mir haben sie gut gepasst und natürlich vor allem den Highlighter hier drin fand ich richtig, richtig toll. Und mir gefällt die Palette immer noch sehr, sehr gut. Ich benutze sie auch immer noch. Und für mich war eigentlich klar, als Natasha dann so ein bisschen angeteasert hat, dass sie neue Farben rausbringen wird zu dieser Palette, also auch so eine Art Blush and Glow Palette, dachte ich zu dem Zeitpunkt, war für mich eigentlich klar, dass ich großes Interesse an der Palette habe. Ja, rausgekommen ist sie dann tatsächlich nicht unbedingt mit einer Blush-Palette, sondern mit diesem Schätzchen hier, um das es ja auch heute gehen wird. Das ist die Tan Bronze & Glow Palette. Laut ihrer Anleitung ist es letztendlich auch als Blush gedacht. Also die Bronzerfarbe da drin kann man wohl auch als Blush benutzen. Und laut ihrer Aussage nach soll die Palette für eigentlich alle, so gut wie alle Hauttypen geeignet sein. Das heißt, sowohl helle Hauttypen wie ich, sollen sie tragen können, als auch dunklere Hauttypen, Medium-Hauttypen. Also sie soll eigentlich so ein Allrounder sein. So sieht sie von innen aus und viele, viele von euch haben mich gefragt, ob ich dazu bitte ein Video machen kann, ob ich dazu meine Meinung teilen kann. Denn euch interessiert scheinbar auch, ob diese Palette für richtig helle Haut geeignet ist. Das, was ich ja nun mal habe und ich bin selber extrem gespannt drauf. Wenn man die beiden Paletten jetzt mal so nebeneinander hält, grundsätzlich, sie haben das gleiche Format, das ist ein ähnliches System, aber miteinander vergleichen kann man sie nicht so richtig. Die Blumenpalette ist halt eher eine Blush-Palette und das untere ist eigentlich auch eine Blush-and-Bronze-Palette, aber ihr seht schon vom Farbschema her sind die ganz unterschiedlich. Also das hier oben ist mehr so in die Richtung rosa, vielleicht so ein bisschen peachy. Aber das hier unten ist halt wirklich eher in diese Bronzed-Richtung und deswegen unterscheiden die sich sehr. Mich hatte nämlich auch eine Zuschauerin gefragt, ob ich die miteinander vergleichen kann. Ich kann euch vielleicht mal einen Swatch einblenden, weil ich habe nämlich den Glowtone aus der Palette zusammen mit dem aufgetragen, weil es mich interessiert hatte. Und ich habe dazu auch noch aufgetragen den Glowtone aus dem Mini-Bronze-Duo. Und die habe ich halt, wie gesagt, zusammen geswatcht. Das blende ich euch mal kurz ein, dass ihr das sehen könnt. Tatsächlich hat mir am meisten vom Bild her dann gefallen der Highlighter-Ton aus der neuen Tan-Palette, weil der sah richtig, richtig schön aus. Ja, aber wie gesagt, vom Grundprinzip her ist das eigentlich nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Was auch ein Unterschied ist, in der ersten Blumenpalette sind zwei Cremefarben drin, nämlich hier oben diese Glow Cream Base, die ist hier unten auch mit drin. Also ihr habt in beiden Paletten eine Glow Cream Base. In der ersten Palette ist dann hier allerdings ein Cream Blush drin und hier unten ist es dann eine Powder-Formulierung, also eine Puder-Formulierung und nennt sich Super Glow. Und auch der Blush and Bronze Tone und das Glow Impact Powder sind sind Puder-Formulierungen. Das hier unten zwar auch, aber prinzipiell sind hier oben eben zwei Creme-Formulierung und zwei Puder-Formulierung und hier unten sind es drei Puder-Formulierungen und eben bloß diese eine Glow Cream Base. Dadurch ist natürlich auch die Anordnung ein bisschen anders. Der Blush ist hier unten links in der Palette. Bei der Blumenpalette war er eben hier oben. Aber das ist jetzt nicht unbedingt entscheidend. Ich habe euch auch diesen Blush and Bronze Ton zusammengeswatcht mit dem Blush Ton aus der, mit dem Bronze Ton aus der Mini Bronze Palette. Und ich habe euch auch geswatcht mein Konturpuder, was ich von ihr habe. Einfach, dass man mal so ein bisschen die Vergleiche sieht. Werde ich euch auch mit einblenden, dass ihr mal sehen könnt, wie die nebeneinander aussehen. Ich finde tatsächlich auf dem Swatch sieht der Bronzer aus dem Mini Bronze & Glow ziemlich, ziemlich rötlich aus. Und ja, ich bin extrem gespannt, wie der sich jetzt hier auf dem Gesicht machen wird. Der hat mir nämlich auf dem Swatch eigentlich ganz gut gefallen, also der Ton aus der neuen Tan-Palette, weil der sah neben dem rötlichen Bronzer relativ, na, ich will nicht sagen neutral aus, aber eben nicht so krass orange oder rotstichig, sondern so ein bisschen zurückgenommen. Ne? Aber gut, wir werden jetzt wie gesagt gleich sehen, wie sich das Ganze im Gesicht macht. Die Palette war übrigens schon online bei Beautylish, hat dort gekostet $55, umgerechnet so um die 49, 50 Euro, je nachdem. Man muss halt auch noch Steuern mit dazu bezahlen.
Und ich glaube, sie ist aktuell schon ausverkauft. Sie war nämlich relativ schnell weg. Auf Kite Beauty war sie auch schon online und war auch direkt wieder ausverkauft. Also sie ist relativ beliebt. Sie wird aber definitiv noch zu Sephora Deutschland kommen. Laut Natasha Denona soll das Ganze im Juni passieren. Ich glaube am 6. Juni, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das heißt, falls die Palette jetzt gut abschneidet, falls sie euch gefällt, wie sie jetzt gleich performt, dann habt ihr definitiv noch die Chance, da dran zu kommen. Ich war übrigens gestern so schlau und habe meine Pinsel gewaschen, einfach, dass wir hier wirklich mit einem sauberen Ergebnis sozusagen starten können. Und ich bin gerade so ein bisschen unsicher, welchen Bronzerpinsel ich nehmen soll, denn dadurch, dass der schon sehr dunkel aussieht, ich finde, es geht immer noch. Ich bin gespannt, ob es gleich wirklich funktioniert, aber ich finde, der sieht schon relativ dunkel aus. Deshalb sollte man da jetzt nicht einen zu festgebundenen Pinsel nehmen. Da ich aber im Alltag einfach auch, na, ich will nicht sagen fauler Mensch bin, was das angeht, aber ich versuche es jetzt einfach trotzdem mit meinem All-Time-Favorite Bronzer-Pinsel, nämlich der Smith Cosmetics 118. Der ist nicht der festgebundenste Pinsel der Welt, aber er ist definitiv fester gebunden als andere Pinsel, die man so nehmen könnte zum Beispiel. Alternativ kann man zum Beispiel auch so einen Stinktierpinsel hier nehmen. Die sind noch ein bisschen softer im Auftrag. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich das machen soll. Ja, okay, ich habe mich gerade umentschieden. Ich werde diese beiden Pinsel zusammen testen. Also das heißt, ich werde einmal den Stinktierpinsel benutzen von Morphe. Das ist die Nummer 122. Und einmal werde ich meinen normalen Bronzerpinsel benutzen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem normalen an, einfach um zu schauen, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich die andere Seite mit dem Morphe-Pinsel machen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein und wie gesagt, man sollte da wirklich vorsichtig sein, denn wir haben jetzt schon mitbekommen, dass das gut pigmentiert ist. Es ist auf jeden Fall Farbe auf dem Pinsel und ich setze jetzt hier einfach mal ganz normal an. Ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich hatte gerade wirklich Angst, dass das... Oh, ich habe hier irgendwie so ein... Fussel, dass das richtig in die Hose geht, aber ich habe wahrscheinlich so vorsichtig aufgetragen, dass es eigentlich echt geht. Wenn ihr ein bisschen Angst habt, dass zu viel auf dem Pinsel ist, dann macht einfach ein, zwei Mal so auf dem Handrücken, dann geht schon mal ein bisschen was vom Produkt ab und dann kann man hier ganz leicht wirklich eine leichte Hand nehmen. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass ich das hier zu überpigmentiere und deswegen nehme ich wirklich eine ganz, ganz leichte Hand und ramm mir das hier nicht irgendwie in die Haut und dann, ja, wie wir gerade sehen, funktioniert das eigentlich ganz gut. Oh, ich hole euch mal ran, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, manchmal, wenn man so im Flow dabei ist, vergisst man immer, dass man die Kamera ja noch ranzoomen muss. Ich habe leider niemanden, der für mich hinter der Kamera steht, so wie bei manchen YouTubern irgendwie der, ich weiß nicht, irgendwie noch ein Assistent hinter der Kamera ist oder der Ehemann oder irgendwas. Ich habe letztens auch ein Video gesehen von Jaclyn Hill, was sie jetzt neu hochgeladen hatte. Da stand auch, irgendjemand war auf jeden Fall mit im Raum, mit dem sie sich dann dauernd unterhalten hat. Und ich weiß nicht, ob diejenige dann hinter der Kamera war, aber da kann dann immer noch mal jemand ein Auge drauf haben. Aber ich sitze hier halt alleine. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es ein bisschen übertrieben und habe zu viel aufgetragen, nehme ich immer nochmal meinen Puderpinsel und verblende das damit. Ihr könnt gegebenenfalls auch einfach nochmal ein bisschen zusätzliches Puder auftragen und das damit noch ein bisschen verblenden. Aber meistens reicht das schon, wenn man einfach einen sauberen Pinsel nimmt, also einen Pinsel, auf dem jetzt kein Bronzer dran ist und da nochmal ein bisschen verblendet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich gerade bin, dass das so gut funktioniert und dass die Farbe mir nicht zu dunkel ist. Sie gefällt mir nämlich tatsächlich echt gut. Ja, wenn ich den Bronzer so auf meiner Haut sehe, würde ich tatsächlich sagen, er hat so ein bisschen einen rosa Unterton tatsächlich. Also nicht doll, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber da meine Haut ja zum Beispiel auch so einen rosanen Unterton hat, passt das bei mir eigentlich echt ganz gut und gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und ich glaube, durch diesen rosa, leichten rosa, also er ist nicht komplett rosa, ihr habt es ja gesehen, aber durch diesen ganz, ganz kleinen rosa Unterton ist ja vielleicht auch gut als Blush geeignet. Ich denke mal, das wird sie vielleicht auch gemeint haben, als sie halt sagte, dass man es genauso gut als Blush tragen kann. Blush, bin ich ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht meine Farbe. Das ist eine Farbe, die ich eigentlich überhaupt nicht als Blush überhaupt in Betracht ziehen würde. Habe ich jetzt gerade fünfmal eigentlich gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Blush benutzen. Deswegen kam für mich von vornherein eigentlich nur in Frage, entweder es funktioniert für mich als Bronzer oder die Sache ist gegessen, weil als Blush würde ich das nicht nehmen wollen. Prima, weil mit meinem Film, dass die Kamera ausgeht. Ich trage jetzt mit meinem Luvia Cosmetics Schwamm die Cream Glow Base auf. Also ich versuche es jetzt erstmal damit.
Letztes Mal hatte ich, meine ich, dann auch auf den Pinsel gewechselt, weil ich irgendwie nicht wirklich einen Effekt davon gesehen habe. Aber wir schauen einfach mal, ob es diesmal besser funktioniert. Ansonsten nehme ich halt wieder meinen Real Techniques Schwamm. Schwamm? Pinsel. Können wir was sehen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein bisschen sieht man was, wenn man es jetzt so vergleicht, die beiden Seiten. Ich glaube, ein bisschen Glow hat das. Aber irgendwie jetzt nicht so bam. Gut, dann wechsle ich nochmal und versuche es jetzt nochmal mit dem Pinsel. Ja. Also irgendwie funktioniert das mit dem Pinsel bei mir immer viel besser. Ich weiß nicht warum. Sie hatte das mit dem Schwämmchen gemacht in ihrer Story und bei ihr hat man das immer voll gut gesehen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Schwamm liegt, aber ich finde, bei mir sieht man überhaupt nichts mit dem Schwämmchen. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, wie ich finde, aber wenn ich so ganz geradeaus gucke, ist es ein kleines Tickchen zu dunkel bei mir. Also da ist schon grenzwertig. Das ist noch was ich tragen würde. Ich habe es schon öfter gesagt, dass gewisse gewisse Highlighter, die mir gut gefallen, ich auch trage, wenn sie mir ein bisschen zu dunkel sind. Aber das ist wirklich grenzwertig. Bin eigentlich auch so ein bisschen überfordert mit dieser Farbe hier. Das ist das ist der Super Glow. Und ich bin mir 100% sicher, dass der bei mir zu dunkel sein wird. Aber ich versuche ihn jetzt einfach dennoch, denn wir wollen ja die gesamte Palette testen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei mir wahrscheinlich einen Schatten werfen wird. Okay, die Farbe gefällt mir nicht so da. Also wenn ich den Kopf drehe, der Glow gefällt mir gut, aber die Farbe an sich gefällt mir irgendwie nicht. Die ist mir ein bisschen zu dunkel, zu bronzy und dafür bin ich dann wirklich ein bisschen zu hell. Also wenn ihr so seid wie ich, schwierig mit der Farbe. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, das ist jetzt die mich aus der Palette am wenigsten interessiert. Viel, viel wichtiger, und dazu kommen wir natürlich jetzt, ist mit dieser Ton hier das Glow Impact Powder. Und davon erhoffe ich mir jetzt natürlich mega Wumms und ich bin gespannt, wie es jetzt aussehen wird. Ich benutze meinen Anastasia Beverly Hills A23 As Always und ja, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Pretty. Seht ihr das, wenn ich so nach vorne gucke, direkt in die Kamera, dass das hier so aussieht, als hätte ich Blush aufgetragen. Ich finde, das wirkt sehr, sehr rosa und das ist einfach nur der Bronzer. Und deswegen meinte ich halt, der hat so einen rosanen Unterton. Aber mir gefällt er trotzdem. Auf irgendeine Art und Weise, ich mag ihn trotzdem. Er gefällt mir. Ja, ansonsten dieses Glow Impact Powder haut natürlich richtig rein. Was anderes habe ich aber auch nicht erwartet. Schaut euch das einfach mal an. Den finde ich richtig, richtig schön. Die Cream Glow Base, ich weiß nicht, ob das ist, was hier so dunkel durchscheint. Aber ich sehe richtig, wenn ich den Kopf so ein bisschen leicht neige, dass ich hier richtig so einen dunklen Fleck habe. Also auch hier oben. Und das kann entweder nur die, ja, das kann eigentlich kann das nur diese Cream Glow Base sein. Was natürlich schade ist, dass die mir halt so dunkel ist, weil das nochmal intensiviert, wenn ihr diesen Highlighter auftragt. Also ich muss auf jeden Fall mal gucken, ob der alleine auch gut funktioniert. Oder ob ich vielleicht alternativ einfach ihren Schimmerstick benutze, den ich ja auch da habe. Aber weil die anderen beiden Töne, also die tatsächlich, auf die es in der Palette hauptsächlich ankommt, der Bronzer-Blush und dieser Highlighter-Ton, die gefallen mir richtig, richtig gut. Die beiden Töne da oben sind mir ein bisschen zu dunkel, was ich sehr, sehr schade finde. Aber insgesamt kommt es mir halt, wie gesagt, auf die beiden an. Und die funktionieren bei mir, die finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich kein Augen-Make-up trage. Ich wollte einfach mal testen, wie das aussieht, wenn man diesen Bronze-Ton so ein bisschen in die Crease gibt. Wirklich nur ganz leicht. Und wenn man quasi passend zu dem restlichen Gesicht damit jetzt ein Make-up macht.
Jetzt nehme ich einfach meinen Finger und diesen etwas dunkleren Bronze-Ton hier oben, den Super Glow, und gebe mir den hier einfach aufs gesamte Lid. Verblenden wir auch gleich nochmal ein bisschen, aber dachte mir, das ist schön so. Weil das passt halt jetzt natürlich zum Rest des Make-ups. Das mache ich eigentlich in letzter Zeit ganz gerne, dass ich mir den Bronzer-Ton zumindest, den ich auch im Gesicht benutze, auch in die Crease gebe. Geht vor allem auch schnell, wenn man da nicht groß drüber nachdenken muss. Und mit dem kleinen Finger gehe ich jetzt nochmal in diesen ganz hellen Ton des Glow Impact Powder und tupfe mir den so ein bisschen in die Mitte vom Lid auf. Oh, der ist intensiv. Und das kann man ja dann noch so ein bisschen ausblenden. Und in den inneren Augenwinkel setze ich mir den jetzt auch nochmal so als Highlighter mit rein. So ganz fertig sind wir aber noch nicht, denn ich habe mir auch noch einen von ihren neuen Liquid Lipsticks gekauft. Ich habe noch keinen Liquid Lipstick von Natasha und prinzipiell interessieren mich Metallic-Töne auch nicht so, weil sie mir nicht so gut stehen. Mit einer Ausnahme, und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeffree Star letztes Jahr im Sommer in seiner Kollektion einen Metallic-Ton, einen so rosa Nude-Metallic-Ton gelauncht hat, der Thirst Trap hieß. Und den mochte ich richtig, richtig gerne. Alles andere an Metallic-Tönen, sei es rot, sei es pink, steht mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach diese Metallic-Formulierung, die an mir einfach richtig scheiße aussieht. Sorry, aber es ist wirklich so. Und der einzige Ton, der mir bisher gefallen hat, war der von Jeffree Star. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Es ist ein Nude-Ton, den sie hier gelauncht hat, aber es ist mehr so ein bräunlicher, peachiger Nude-Ton und nicht so wie der von Jeffree Star. Und ich bin sehr gespannt, wie der jetzt auf meinen Lippen aussehen wird, ob der vielleicht auch gerade zufällig zum Look passt. Das wäre natürlich auch bombastisch. Und wir tragen den jetzt einfach mal zusammen auf. So sieht der aufgetragen aus. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher No. Ich glaube, für mich ist es eher No. Wie findet ihr den? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, weil ich glaube, ich bin eher anti diese Farbe. Die Farbe an sich ist schön. Ich dachte auch kurz, oh ja, die gefällt mir. Und sie lässt sich übrigens super leicht auftragen. Also ich fand den Auftrag an sich jetzt richtig, richtig schön. Aber ich glaube, das ist nicht meine Farbe. Fuck. Ja, ihr Lieben, dann sind wir jetzt auch schon durch mit dem Test und wollen natürlich jetzt am Ende nochmal kurz drüber sprechen, was jetzt mit der Palette nun ist. Kann ich sie euch empfehlen? Ist sie was für helle Haut? Schwierig, 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 schwierig. Ihr wisst, dass ich generell absolutes Herz für Natasha Denona Produkte habe. Ich finde diese ganze Blush-Paletten-Idee richtig, richtig toll. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie mit anderen Farben rauskommt, also dass sie dieses Blush-Prinzip beibehält, auch meinetwegen mit dem Creme-Blush, weil das fand ich richtig, richtig toll. Hätte mir gewünscht, dass sie hier einfach andere Farben rausbringt. Zum Beispiel ein richtig, richtig schönes Peach oder ein richtig, richtig knalliges Rosa oder von mir ist auch Orange. Halt sowas richtig, richtig Sommerliches. Als sie mit der Palette rauskam, die fand ich auch schön, aber es war ehrlich gesagt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass es andere Blush-Farben geben wird. Nun bin ich ja, wie gesagt, sehr, sehr großer Natasha Denona-Fan, deswegen stand für mich trotzdem fest, dass ich diese Palette testen möchte, zumal sie auch gesagt hat, sie ist für helle Haut geeignet. Und deswegen sitzen wir auch hier und ich drehe heute das Video darüber und teile euch meine Meinung mit. Ja, Fakt ist, für ganz helle Haut finde ich sie tatsächlich einen Tick zu dunkel, das muss ich euch ehrlich sagen, denn ich weiß, es gibt sehr, sehr viele unter euch da draußen, die das nicht mögen, denen das zu dunkel ist, die das nicht wollen, dass wenn man den Kopf so wie ich jetzt gerade aushält, dass man dann so ein bisschen so einen Schatten im Gesicht sieht. Deswegen muss ich euch sagen, wenn ihr das nicht mögt, und wie gesagt, es sind sehr viele, das weiß ich, dann ist die Palette nichts für euch, zumindest wenn ihr die oberen Töne mitbenutzen wollt. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass nicht so viele so verrückt sind wie ich und sagen, okay, ich kaufe mir eine Palette und finde zwei Töne toll und behalte sie dann. Viele würden das wahrscheinlich wieder abgeben. Ich muss tatsächlich sagen, dass
mich das nicht so doll stört. Es kommt halt immer auch drauf an. Bei der Palette stört es mich jetzt nicht so extrem. Ich werde noch ein bisschen rum experimentieren. Zum Beispiel werde ich nächstes Mal definitiv diesen komischen Glow-Übergangston weglassen, weil wie gesagt, den finde ich für mein Gesicht zu dunkel. Aber ich finde ihn auf dem Augenlid total schön. Und diese Kombination, die ich jetzt gemacht habe, finde ich eigentlich richtig, richtig schön, dass ich auf dem Augenlid so ein bisschen was wieder aufgenommen habe von der Palette. Vor allem auch mit dem Bronzer in der Crease sozusagen, also in der Lidfalte. Das finde ich eigentlich echt schön. Und insofern hätte ich ja Verwendung für diesen Ton. Der hier ist mir tatsächlich zu dunkel. Da werde ich auf jeden Fall noch experimentieren, ob ich diesen Ton alleine tragen kann. Wobei ich dann denke, dass der ein bisschen was von diesem wunderschönen Effekt verlieren wird. Oder ob man dafür vielleicht einen von diesen Shimmer-Sticks, die sie ja auch hat, benutzen kann. Denn den habe ich ja und den fand ich alleine ja nicht so toll. Aber den kann man ja letztendlich auch als Cream Glow Base benutzen und den da drüber auftragen. Ich denke mal, das wird funktionieren. Auch muss ich dazu sagen, dass ich ehrlich nicht denke, dass jeder diesen Ton schön finden wird. Es ist ein relativ besonderer Ton. Wie gesagt, immer noch, ich bin der Meinung, der hat so ein bisschen leichten rosa Unterton. Das wird nicht jedem gefallen. Insbesondere vielleicht auch nicht den Leuten, die so einen neutralen bis beigen Hautunterton haben. Ja, ich habe wie gesagt so einen rosanen Unterton. Insofern passt das bei mir eigentlich ganz gut. Aber ich würde tatsächlich sagen, dieses Schätzchen ist mit Vorsicht zu genießen. Die wird nicht für jedermann was sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es jetzt viele geben wird, die unter das Video kommentieren, dass sie ihnen nicht gefallen hat. Und insofern für die breite Masse wird diese Palette leider nicht geeignet sein. Ich finde sie definitiv schön. Mich hat der Bronzer überrascht, weil ich dachte, er wird schwierig zu handhaben sein. Ich musste ehrlich gesagt nicht so viel damit arbeiten, wie ich gedacht hatte. Ich musste nicht so vorsichtig sein, wie ich dachte. Aber nicht falsch verstehen, vorsichtig sein muss man auf jeden Fall. Und ich habe wirklich mit ganz leichter Hand den Bronzer aufgetragen und dann hat er mir auch wirklich gut gefallen. Aber ihr habt ja gesehen, ich hatte erst überlegt, ob ich diesen Stinktipppinsel benutze, der wirklich für ganz, ganz leichten Auftrag ist. Den habe ich dann gar nicht gebraucht. Mein normaler Bronzerpinsel hat auch gereicht, nur eben nicht so doll aufdrücken. Also vom Bronzer her würde ich sagen, für helle Haut schon geeignet, wenn man vorsichtig ist. Aber eben diese beiden oberen Farben, die sind tatsächlich ein bisschen zu dunkel. Wenn ihr das nicht mögt, so wie ihr es bei mir jetzt gerade seht, dass man eben am Rand diesen Schatten hat, dann würde ich leider sagen, Finger weg, dann ist die Palette nichts für euch. Ja, Fazit auf jeden Fall. Natascha, bitte, bitte, bitte bring noch andere Blush-Paletten raus. Darauf habe ich absolut gehofft und die werde ich auch sofort kaufen, wenn da noch eine andere Farbe rauskommt. Das würde mich super, super doll freuen, auch wenn sie das Video niemals sehen wird. Aber man kann ja mal hoffen und träumen, dass das Wirklichkeit wird. Ich glaube, mit der Liquid Lipstick Farbe kann ich mich nicht anfreunden, wobei ich aber auch sagen muss, dass die Formulierung mir richtig gut gefällt. Ich finde, man merkt überhaupt nichts auf den Lippen. Es ist auch kein Kleben, es ist richtig angetrocknet. Also das heißt für mich auf jeden Fall, ich werde definitiv mal ihre anderen Liquid Lipsticks ausprobieren, weil die Formulierung gefällt mir sehr, aber ich glaube, der wird wieder ausziehen. Es sei denn, ihr schreibt mir jetzt alle in die Kommentare, dass der euch super, super gut gefällt, aber ich glaube nicht mal dann bei mir persönlich. Ich glaube, es ist einfach nicht meine Farbe. Mann, es ärgert mich. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Vielleicht auch die Swatches am Anfang, vielleicht auch, dass ihr gesehen habt, wie der Auftrag war. Ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Weise was gebracht, das Video zu schauen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eure Meinung in den Kommentaren da lasst. Interessiert mich wie immer brennend, was ihr von der Palette haltet. Ob ihr sie euch holt, ob ihr sie vielleicht habt. Schreibt mir vor allem auch in die Kommentare, wenn ihr sie habt und getestet habt und ihr seid ein bisschen dunkler als ich, ob sie für euch gut funktioniert. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich wie immer, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!